Kultur. Also ich, also es ist irgendwie schon, dass es früher schon so war, das ist irgendwie schon irgendwie ganz, ganz krass, finde ich. Ich weiß nicht. Wenn Deutschland stirbt, dann geht das Licht der Welt aus. Deutschland oder Drittes Reich? Ach so! Es ist Drittes Reich. Das ist die Frage. Ich denke, dass das schon eins von heute sein könnte. Warum? Ich denke, es gibt viele Nationalsozialisten auch heute noch und die auch dann sowas vertreten würden, so ja, wenn Deutschland jetzt untergeht, dann ist die ganze Welt geht unter und das wird alles nicht mehr funktionieren, weil Deutschland halt das Wichtigste hier ist. Ich glaube vom Dritten Reich. Warum glaubst du das? Weil das so aggressiv klingt, so als wäre Deutschland so ein Mittelpunkt der Welt. Deswegen gehe ich davon stark aus, dass es vom Dritten Reich kommt. Ich würde denken, dass es von früher ist. Mittlerweile geht es ja um den Weltmarkt. Wir holen Sachen vom Ausland, die wir brauchen, Öl, Gas, bla bla bla. Und das sind wir uns auch bewusst. Und früher war es ja die Arier, die halt eben sozusagen der Meinung waren, dass sie die einzige Rasse sind, die überleben soll. Josef Goebbels hat es gesagt. Okay. Ja, bei einer seiner Ansprachen. Also lagst du komplett richtig. Was denkst du über so eine Aussage? Respektlos. Warum respektlos? Weil das so eine Aggressivität rüberwirkt. Zum Rest der Welt, so als wären wir hier nur einer in der Mittelpunkt. Ruhe. Also es ist irgendwie schon, dass es früher schon so war, das ist irgendwie schon irgendwie ganz, ganz krass, finde ich. Ich weiß nicht. Ich finde es echt krass, dass die Leute immer noch so denken und auch mega traurig, dass sich das noch nicht weiterentwickelt hat.